Appetit. Die ersten 8 Schritte. Die rechte Fußspitze kicken wir nach vorn zur Seite. Jetzt setzen wir den rechten Fuß gekreuzt hinter den linken Fuß nach links und kreuzen den rechten Fuß über den linken. Jetzt kicken wir die linke Fußspitze nach vorn zur Seite, kreuzen den linken Fuß hinter den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß vor den rechten setzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir kreuzen jetzt den rechten Fuß vor den linken, setzen den linken etwas nach hinten. Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach rechts und ein Shuffle vorwärts. Vierteldrehung nach rechts, den rechten vorn absetzen, den linken ran und den rechten Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten und den rechten kicken wir nach vorn. Jetzt setzen wir den rechten Fuß hinten ab, den linken daneben und die rechte Fußspitze hinten aufsetzen. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir machen jetzt eine halbe Drehung rechts rum. Setzen den rechten Fuß ab und kicken den linken Fuß nach vorn. Jetzt folgt ein Coaster-Step oder auch Zähler-Step mit einer Vierteldrehung nach links. Den linken Fuß kreuzen wir hinter den rechten, machen die Vierteldrehung nach links, den rechten Fuß an den linken Rand und den linken Fuß etwas nach vorn. Ich zeige diese Schritte noch einmal, das ist der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor den linken und machen eine Viertel-Linksdrehung. Jetzt kicken wir den rechten Fuß nach vorn, setzen ihn neben den linken ab, kicken den linken Fuß nach vorn und setzen ihn wieder neben den rechten ab. Das Kicken kann etwas schräg gehen. 1, 2, 3, 4. Und nun die letzten Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und. In diesem Tanz gibt es eine Brücke. Und zwar die ersten 16 Schritte tanzen und dann von vorn wieder anfangen. Also wie gesagt, nach der dritten Runde die ersten 2 Sequenzen und dann von vorn wieder anfangen. Und in der 9. Runde, zum Schluss, werden die Schritte 7 und 8 anders getanzt. Und die zeige ich jetzt. Ich fange nochmal an von den ersten Schritten, damit man das besser versteht. 1, 2, 3 und 4, 5, 6. Das wären normalerweise die ersten 8 Schritte der ersten Sequenz. 7 und 8. Aber diese Schritte zeigen wir jetzt anders. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7. Den linken Fuß hinter den rechten Fuß nach vorn absetzen mit einer Vierteldrehung nach rechts
und den linken Fuß nach vorn absetzen. Wie gesagt, in der neunten Runde. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.